Machen wir direkt. Komm, ich rufe direkt Funk an. Kennt ihr das, wenn ihr zum ersten Mal in eine Serie reinschaltet und absolut keinen Plan davon habt, was zur Hölle da eigentlich gerade abgeht? Wie geil wäre dann einfach ein knackiger Flashback, der alles zusammenfasst? Dann würdet ihr zum Beispiel erfahren, dass dieser Typ hier von Funk 100.000 Euro bekam, um fortan all seine Videoträume umsetzen zu können. Ihr würdet auch erfahren, dass er kurz darauf ausgeraubt wurde und alles verlor, dann aber zu feige war, den Überfall Funk zu beichten. Und ihr würdet erfahren, dass er, um die Lüge aufrechtzuerhalten, alles sei okay, in die leeren Büroräume einer Filmproduktionszimmer einbrach. Und dann würdet ihr wissen, dass die Tatsache, dass jetzt jemand an dieser Bürotür klopft, ein gewaltiges Problem ist. Was zum Fick macht ihr hier? Seit wann arbeitet ihr wieder und warum wissen wir da oben von nichts, hm? Nein, ist mir eigentlich auch scheißegal. Dieses Buch muss bis Weihnachten fertig werden. Abmarsch, ihr Ficker! Spoiler-Alarm, das Drehbuch ist kompletter Müll. Typischer Polizeikrimi, in dem zwei Rentner von Tatort zu Tatort kriechen und am Ende doch rein gar nichts passiert. Was ist nur los mit der deutschen Filmlandschaft? Das muss doch besser gehen. Und genau deshalb glaubte ich in diesem Moment eine geniale Chance zu erkennen. Würden wir es irgendwie schaffen, das Drehbuch tausendmal geiler als die Pappnase da vor uns verlangt umzusetzen, würden wir garantiert zu den Helden der Firma aufsteigen. Nie wieder würde irgendjemand Fragen stellen, was wir hier eigentlich tun. Abmarsch, ihr Ficker. Tausendmal geiler kostet nur leider eine Stange Geld. Und da ich das nicht hatte, treffe ich genau in dieser Szene die dümmste Entscheidung meines Lebens. Moin, Tim Bergmann. Ich glaube, wir haben telefoniert. Hi. Ey, ganz cool. Ist ja wie im Film bei euch. Mega geil. Ich bin hier wegen der... Ihr wisst schon, wegen der... Der Kohle. Schmeckt's? Ein Komiker. Sehr lustig. Wenn es gerade nicht passt, kann ich auch später nochmal wiederkommen. 100.000. Der Hammer. Vielen Dank. Ein Monat. Dann stehst du wieder genau hier mit doppelter Summe. What the fuck, doppelte Summe? In der Anzeige hieß es 15%. Hübsches Auto. Ist nicht meiner. Ein Monat. Frohe Weihnachten. Rudolf der Rednos-Rendier. In ein paar Tagen werde ich mir wünschen, dass das hier gerade nicht passiert wäre. And if you ever see. Aber jetzt muss ich erstmal den besten Polizeifilm der Welt drehen. Denn ihr kennt mich ja. Was interessieren mich schon die Sorgen von morgen?